So. Ne, das ist eigentlich ein bisschen zu. Man kann die Küche auch abgeschlossen hinmachen und da die Decke einfach komplett durchziehen. Nein, das Problem ist, dass ich von unten nichts dran bauen kann. Also wir hatten ja damals, falls du dich erinnerst, hier unter den Dingern immer die Dinger noch ein tiefer. Achso, die meinst du, das hat man, ja stimmt. Und das geht jetzt gerade nicht mehr, aber finde ich auch gar nicht schlimm. Ja, ist auch okay so. Und sowieso eine größere Küche, ja? Sie sieht größer aus, ne? Also ich glaube, ich habe die hier ein bisschen breiter gemacht als im letzten Herrenhaus. Ich glaube, die ist aber eine Nummer größer. Auch wir haben hier, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Was gut ist, weil wir dachten uns bei dem Originalhaus von wegen, boah, scheiße, hätten wir es mal ein bisschen größer gebaut. Ups, bin ich gerade gegen die Maus gestoßen. Uch, hey, ich kann durch die Welt schauen. Hey! Hey, hallo Welt. Da unten, das sieht aus wie irgendein Dungeon. Ist ziemlich gerade alles. Kann doch sein, dass wir uns da schon mal längst lang gefräst haben. Nee, das sieht nicht aus wie von uns, weil es ist nicht beleuchtet. Ich habe nicht durch die Welt geguckt, das würde ich nie machen und mir spoilern, was noch auf uns zukommt für Abenteuer. Cheater. Na gut, vielleicht. Nein. So, jetzt muss man da vorne noch ein bisschen den Eingangsbereich, das den Außenbereich. Hey, schau mal hier ein bisschen beim Außenbereich, ne? Ja, das ist gut. Ich mach mal hier ein bisschen den Landschaftsgärtner, so. Das liegt dir ja auch ganz gut. Echt, ich hasse Pflanzen eigentlich. Also in Minecraft. Ich würde es verdammt nochmal schaffen, den Kaktus vertrocknen zu lassen, ja? Das habe ich auch schon geschafft. Das ist aber auch kein Problem, wenn man weiß, wie es geht. Einfach nicht schießen. Nicht schießen, fertig. Ja. Herzlich willkommen, Sie haben es geschafft, Ihren Kaktus vertrocknen zu lassen. Sie Oberprom. Ja. So, da. Letztes Mal hatten wir hier aber noch nach außen hin noch ein paar, in der Mitte ein paar. Nach außen hin in der Mitte noch ein paar? Was? Dinger, weiß schon, Gedöns. Da hatten wir noch nach außen in der Mitte ein paar Dinger. Fick dich. Korrigier mich nicht, du Arsch. Mutti. Ich brauche mal hier noch Half Slaps. Ja. Achso, das ist doof. Okay. Dann lassen wir das so hier. So. Ups, das war einer zu viel. So. Besser. Ja, wirklich? Ja, nein, eigentlich nicht. Aber egal, ja. Nee. Ja, wir machen es mal so. Das ist vielleicht ganz cool. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Tschüss. Da muss auf alle Fälle noch was finden. Was ist bei dir los? Ist gut bei dir? Nee. Okay. Das natürlich nicht. Gut. Das habe ich mir schon fast so gedacht hier. Ja, wirklich? Ja. Geil. Ja, definitiv. Was? So, wie könnte ich hier jetzt noch die Mitte effektiver nutzen? Hab ich natürlich nicht. Okay. Hatten wir hier noch irgendwo in der Nähe, weißt du, das Hecke gelagert? Das weiß ich bestimmt nicht. Was, Hecke? Ja. Ich hab was dabei, 19 Stück, wenn du möchtest. Ja, dann gib mir die mal mit. Ich weiß nicht. Gib mir die oder ich töte dich. Dann loot ich deine Leiche. Bitte nicht. Finde dich. Dürüp. Ich hab ne Schere, gib mir deine verdammte Hecke! Nein, no, er hat ne Schere! Hier, nimm alles, was ich habe! So, geht doch, Loser. So. Sonst hätte ich ihm eine neue Frisur verpasst. Nein, keine neuen Frisuren. War doch gerade erstmal Friseur. Nach dem Baller-Style hätte ich ihn rasiert, ne? Was ist denn der Baller-Style dabei? Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Achso, überlegst du dir noch, meinst du? Ja, das hätte ich dann entschieden, wenn ich dabei bin, weißt du? Ein Kunstwerk entsteht spontan. Achso. So ist das mit den Kunstwerken also. Ja. Hallo, du kannst kein Kunstwerk planen, ja? Das ist ja, also, nee. Ja, kann man schon, aber man kann es auch sein lassen. Zack. So, dann. Das ist die Mitte.
Das ist die Mitte. Ja. Oh, ja, genau, ich bin so ein Held, ey. Nee. So. So. So, da mache ich hier mal noch so eine kleine Grünanlage hin. Aber mir fehlen dafür Blätter. Mir fehlt dafür Blattwerk. Blattwerk. Blattwerk und Strauch. Ganz viel. Wie es beim Hafen, also wie es bei unserem Flusshafen hier alles zugewuchert ist mit Bäumen. Echt so schlimm? Da hat sich gut was gebildet inzwischen, ja. So, hier ist noch ein bisschen was. Da ist nix. Haben wir da was drin? Oh, da ist alle farbige Wolle. Und den sehe ich leider gerade nicht. So, einmal über das Wasser. Oh, ich bin im Wasser gelandet. Ich kann auch nicht schwimmen. Oh. Aber erstmal ins Wasser springen. Ja, klar. Das sind sie wieder, die Schwimmexperten. Ja klar, ich hab mal Baywatch gesehen, ja, also kann ich schwimmen. Wer kennt das nicht, ne? Er schaut Baywatch und ist sofort Profischwimmer. Und träumt von der großen Schwimmerkarriere. So macht man das also. Das ist schlau. Nicht. Doch, das ist total schlau. Nicht. Du weißt nur nicht, wie schlau das ist. Nö, das mag sein. So, lassen wir das komische Thema. Bitte. Baywatch? Hast du das jemals? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, genau. Hast du Baywatch geguckt? Nicht ernsthaft, nein. Ich glaube, dazu war ich aber noch zu jung, als das so gehypt war. Und warum war das so gehypt? Weil David Hasselhoff mitgespielt hat? Weil Pamela Anderson ihre Möpse da ein bisschen im Wind gehalten hat oder so? Man weiß es nicht. Ja, also ich glaube, das liegt wirklich daran. Also ich kann es nicht genau sagen, aber wie gesagt, dazu bin ich glaube ich auch noch ein bisschen zu jung, also für Baywatch zumindest. Ja, Baywatch muss ich auch sagen, habe ich nie gesehen. Was ich gesehen habe, was halt absolut cool war, war Knight Rider. Ja, Knight Rider kennt glaube ich auch jeder. Welches Kind hat sich damals nicht gewünscht, scheiße, wenn mein Auto soll bitte auch sprechen können? Also ich wollte eigentlich nie, dass mein Auto sprechen kann, aber egal. Willst du da keinen Brunnen hinbauen? Nee, ich mache jetzt hier so einen kleinen geschlossenen Garten, der ein bisschen von der Betriebsamkeit außerhalb der Stadt ablenkt. Ich habe mir auch überlegt, einen Brunnen, aber schon wieder einen Brunnen. Wir haben schon 1000 Brunnen, also eigentlich einen. aber naja. Schon wieder einen Brunnen, das wäre ja... Willst du lieber einen Brunnen haben? Ich kann auch einen Brunnen bauen. Finde ich da eigentlich ein bisschen cooler, muss ich sagen. Okay, ich baue einen verfickten Brunnen, Mann. Dann ja, kriegst bitte. Du einen scheiß Brunnen. Meine Schere ist kaputt. Hast du Eisen? Nein. Mit Scheren bedroste mich immer nur. Jetzt kriegst du doch kein Eisen mehr. Dann muss ich das ganze Blattwerk und den Strauchzeugs hier kaputt hauen. Was hast du jetzt davon? Oh, ein Apfel! Nom. Oh, Mist, ich kann ihn nicht essen, weil ich schon satt bin. Oh. Scheiße. Nein! Ich will aber diesen Apfel essen, aber ich kann nicht mehr. Ich möchte diesen Apfel essen. Ich hab's nicht drauf, aber es geht nicht. Ich kann einfach nicht mehr. Wir haben hier in Kiste X auch noch ganz viel Wolle drin. Ja, ich weiß, die hab ich gerade betrachtet gehabt, weil ich nach anderen Sachen gesucht habe. Dann habe ich mich entschieden, einfach ein bisschen was abzureißen von Bäumen. Wir könnten da auch mal gucken, da können wir bestimmt noch einiges mit Teppichen und so weiter anstellen. Also für Teppiche anstellen, wollte ich sagen. Also Yuvi will einen verdammten Brunnen haben, kriegt dann einen Brunnen. Das ist gut, da freut sich Yuvi. Ja, aber es wird nicht nur irgendein Brunnen, es wird ein Lava-Brunnen. Warum hat die Musik aufgehört? Ja. Okay. Kein Lava-Brunnen. Da springst du wieder rein und dann ist wieder alles kaputt. Ja, das war kein Lavabrunnen, das war ein Lavasee. Ah, okay. Das ist ein Unterschied. Mensch, irgendwas mit Lava war es doch. Ja, es war was mit Lava. Ach komm, so, laber mal nicht. Warte mal, jetzt ganz kurz mute ich mich jetzt mal. Denn ich werde mir das Näschen pudern. Oh, elegant. Zeig's uns danach, wird bestimmt schön. Aber ich denke, du hast gar kein Zeug zum Näschen pudern da.
Wie machst du das also nur? Wie macht er es? Das ist ein Mysterium. Ich glaube, er ist umgefallen. Ja, ich glaube schon. Cool. Ja, willkommen bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Juvi. Und dem Gesamtwerk, was ich hier errichtet habe. Aber... So, ich will jetzt trotzdem Bilderrahmen bauen. Mist, der ist doch nicht umgefallen. Ah, besser. Verdammt. So, jetzt erstmal wieder auf Vollbild stellen. Grafikeinstellung, Vollbild an. So. Okay, danke, da bin ich wieder. Grüß Gott. Ja, ich habe eigentlich nichts mehr da. Ich habe gerade aber hier noch eins gefunden, wo ich mal irgendwas abgerissen hatte, als ich mal irgendwie meine Tage bekommen habe oder so. Ah, ich verstehe. Da war noch ein bisschen was übrig und das habe ich mir jetzt praktisch dann, das zerrissene Taschentuch habe ich jetzt noch hergenommen. Das war ganz gut. War ganz gut. Ja, war geil. Also hatte Zweck. Ja? Ja, total. Das freut mich für dich. Jetzt, ich muss mich oben freimachen, sonst wird mir jetzt zu warm, ey. Oho. Jetzt wird's langsam schlimm. So, der Sexy-Faktor ist gerade um 500 gestiegen. Es stinkt hier auf einmal ein bisschen. Ja, es ist Duft. Es ist Aroma. Aroma? Sogenannte Balas-Aroma. Achso. Da habe ich jahrelang mich nicht für gewaschen. Jahrelange Vorbereitung hat das gebraucht. Das muss man schon auch respektieren, ja. Also was soll denn das? Du machst hier meine ganzen Bemühungen, machst du hier einfach so lächerlich. Ja, klar, aber das kann ich auch gut, weißt du? Ja, aber nur bei meinen. Nie ziehst du was von anderen ins Lächerliche, immer nur mich. So. Ach doch, das tue ich auch bei anderen. Knarzender Stuhl. So. Hey, der knarzt ja fast so wie meiner. Ja. Wir haben auch denselben Stuhl. Wir sitzen ja aufeinander. Quasi. So Arm in Arm quasi und dann guckt der eine bei dem anderen über die Schulter. Na, also was machst du denn da schon wieder, Mensch? Also nee, was soll denn das? Einmal mit Profis. So, schauen wir mal. Dann, wie machen wir das am besten? Ich widme mich jetzt übrigens gerade meinem zweiten Lieblingsthema, nämlich Bildern. Achso, dazu brauche ich gar kein Leder, sondern Wolle. Stimmt. Wolle. Ich will jetzt hier gerade mal was anderes probieren, vom Bau her. Okay, probier du mal. Ich mach Bilder. Ich habe Bilder gemacht. Das ist ja fast wie Feuer. Nur halt in bunte. Bildern. Bunte Bilder. Bunte Bilder habe ich gemalt. Also ich habe jetzt mal hier ganz schnell 5 Bilder gemalt. Die hänge ich jetzt hier gleich irgendwo an die Wand. Boah, geil. Picasso oder was? Ja, ja. Also Fast-Time Picasso irgendwie. Braucht so 2 Sekunden für ein Bild. Fertig. Mhm. Ist das also hier Instant-Bilder, ja? Ja, genau. Der Instant-Bilder. Du kippst das Pulver an die Wand, tust ein bisschen Wasser drüber, plopp, Bilder. Quasi. Und ich streiche meine Wohnung so in etwa wie Mr. Bean. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist zu lange. Kennst du die Szene mit dem Farbeimer und der Bombe nicht? Nee, ich glaube, da erinnere ich mich nicht dran. Was? Furchtbar. Bildungslücke angucken, sofort. Jeder, okay, der es nicht kennt, angucken sofort. Mr. Bean Wohnung streichen. YouTube mal, sollte helfen. Ich bin da mal weg und so, ne? Das ist dann, na, tschüss. Ja, ist jetzt auch wichtig. Welche Wohnungsseite hättest du denn gern? Oh, hallo? Die Banks. Schönere. Achso. Und welche genau? Einmal die der politischen Gesinnung entspricht. Nein, keine Ahnung, ist mir doch scheißegal. Ich hasse euch Bilder. Die Bilder dich bestimmt auch. Ah, scheiße. Und da auch noch eins dran. Genau, ich habe hier zu wenig Platz, um das zu machen, was ich machen will. Kühlschranktür. Was willst du denn machen? Das sage ich dir nicht. Von dir herkommen. Liebe Honeyboy, wir brauchen mehr Bilder in diesem Texture Pack. Zeichne doch mal ein paar mehr. Genau, go, go. So, das haben wir mal dahin. Ich versuche jetzt hier ein bisschen zu improvisieren, ne?
dass ich ein bisschen mehr Platz reinkrieg. Das gucken wir uns mal genau von oben an. Arbeite, mein Knecht! Nein. Das ist auch kein Bogen dabei, ich seh's ganz genau. Du kriegst sie nicht mal runtergeschmissen. Yes, ich hab eine Eisenaxt gekriegt. Juhu! Hier, Jubi, du kriegst dafür meine. Nö, behalt mal. Du Steinaxt. So was will ich nicht. Das hat so ein bisschen was von Zelda, oder? Hier. Ich weiß nicht, hast du den gespielt? Link to the Past? Nein. Super Nintendo. Da gab es auch diese Fäden, diesen Fädenbrunnen. Und da musstest du, also wenn du was reingeschmissen hast, ist dann die Fee aufgetaucht und hat gesagt, oh, ich bin die gute Fee. Und ja, ich habe gerade hier dein Holzschwert auf den Kopf gekriegt. Also es war kein Holzschwert, ich weiß nicht mehr, was es war genau. Auf alle Fälle ist es das, was du verloren hast. Und dann zeigst du dir irgendwas. Und wenn du sagst so, yo, ist meins, dann kriegst du das. Und dann gab es irgendwie was, wenn du irgendwas Bestimmtes reingeschmissen hast, hat sie dir irgendein absolut geiles Item gegeben. So, ist das deins? Yo, ist meins, nehme ich. Okay. Da konnte man mit irgendwas, hat man da ziemlich starkes gekriegt. Oh, Link to the Past ist auch ewig her, dass ich es gespielt habe. Müsste ich auch mal wieder. Kann ich dir leider auch so null helfen. Kommt ja jetzt die Fortsetzung dann raus für den 3DS, da hatte ich aber schon mal von erzählt. Wie heißt sie denn? Link to the Past 2. Achso. Für den 3DS dann, ne? Da wo man sich dann auch in 2D in die Wand glitschen kann, sage ich jetzt mal. Ja, stimmt, erzählt das immer, ich erinnere mich. Also ich glaube, das wird ziemlich cool, da freue ich mich schon drauf. Scheiße, jetzt habe ich gerade die Druckplatten ausgeladen. Kacke. Egal. Mach ich mir einfach neue. Was soll ich wieder mit Druckplatten machen, ey? Im Moment spielen ja ganz viele dieses Wind Waker, meine ich, hieß es? Wind ja, Waker? HD, weißt du, diesen HD-Remake gibt für die Wii U. Genau. Den spielen im Moment irgendwie so relativ viele. Ja, aber keine Ahnung, das sind so irgendwie Teile, die mir jetzt nicht so zusagen. Keine Ahnung, Wind Waker. Ja, genau, Wind Waker. Wind Waker fand ich jetzt auch nicht so beeindruckend. Der hat mir auch nicht so gefallen, da mochte ich den Stil nicht. Vor allem, wenn man sich überlegt, Twilight Princess war ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht angekündigt. Und eigentlich sollte die Grafik von Wind Waker ja zuerst irgendwie diese Twilight Princess Grafik sein. So auf den ersten Tech-Demos, die sie gezeigt haben von dem neuen Zelda. Allerdings ist der GameCube nicht damit klargekommen. Deswegen haben sie dann halt die Grafik einfach schlechter, also schlechter gemacht, ist auch falsch, aber haben sie halt einfach sich dann für diesen Grafikstil entschieden. Für diesen Comic-Grafikstil, ja, genau. Sowas ist es ja auch, ne? Cell-Shading-Look halt einfach. Und ich muss sagen, es kommt stark auf die Spiele an, aber viele Spiele, finde ich, passt dieser Cell-Shading-Look einfach nicht dazu. Weiß nicht, mir gefällt es bei dem Spiel auch nicht, aber gut, ich bin sowieso kein Zelda-Fan, deswegen darf man mich eigentlich gar nicht mit reinzählen, wenn ich sowas sage. Aber mir gefällt das Stil auch einfach nicht. Ich bin auch kein großer Nintendo-Spieler, ne? Also ich habe auch der letzte Zelda-Teil, den ich gespielt habe, war Majora's Mask. Den ich aber teilweise wirklich absolut episch fand. Keine Ahnung, wie gesagt. So, wie mache ich das jetzt am besten? So, ich brauche jetzt mal ein bisschen Erde hier allgemein. Also es kann sein, dass ich gleich Erde holen muss. Ja, aber an Erde sollte es, glaube ich, nicht scheitern. Juvi, wo kann ich die Erde farmen? Hast du da irgendwo was gesehen? Nee, da weiß ich leider nichts. Also Erde sieht schlecht aus. Also Erde habe ich auch so gar nicht mehr in meinen Kisten. Das ist immer so eine Mangelware, weißt du? Mhm. Ja, schlecht. Tut mir leid. Ja, ich hoffe, du schämst dich wenigstens ein bisschen. Ein bisschen.